Willkommen zurück bei H1Z1. Reaper und der Hase sind auf dem Weg nach Cranberry. Korrekt. Ja, so ähnlich, ja. So, ich habe jetzt 5 Purified Water und ich entferne mich jetzt vom Feuer, bevor die ganz bösen Zombies kommen. Na, also ich fülle gerade meine Empty Bottles auf. Brauchst du was zu saufen? Ich nicht, nein. Aber ich muss Dinge auffüllen, die Bottle. Oh, 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 Leute, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit dem Dirty Water. Auch aus den Flaschen, das tut weh. Bei mir ja, nicht, tut also, weh. Ich konnte es so trinken, aus der Flasche. Ich hab jetzt gerade aus der Flasche getrunken und es hat mir 5 Life abgezogen. Ah, weißt du, was sein kann? Ich habe die ganze Zeit hier diese Immunpillen gefressen, Vitamine und so. Ja, also es tut weh. Ne, vielleicht haben die Vitamine das verhindert, dass das weh tut, weißt du? Werde ich jetzt ausprobieren, ich hab ja auch sowas. Also Immunboost habe ich gefressen und dann getrunken. Nee, funktioniert nicht. Also ich hatte keinen Schaden bekommen durch Dirty Water. Ich habe jetzt All-in-One-Medizin genommen. Ja, du weißt ja, es ist zu stark, bist du zu schwach, ne? Nein, du kriegst Schaden. Du kriegst definitiv Schaden durch Dirty Water. Ja gut, dann habe ich das vielleicht ein bisschen durcheinander gemacht mit meinen Bandagen und so weiter. Aber trink doch ruhig noch ein paar Flaschen. Test mal. Mach ich so oder so. Ja, mach ich sowieso, weil ich nehme die halt mit. Nur man muss es halt wissen, ne? Das ist halt, ja. Ja, es ist schon recht. So, ich crafte nochmal schnell ein paar Pfeile. Ja, das mache ich auch gerade. Haben wir noch irgendwo, Hase, du bist ja hier in der Nähe, haben wir irgendwo so ein paar Dings hier, so eine Feuerstelle rumliegen? Was? Feuerstelle. Das habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Ich stehe gerade neben dir, weil ich Bogen mache. Pfeile mache. Gut, dann sollten wir vielleicht mal kurz irgendwo mitten in die Pampa gehen. Und dann mal eben einen Baum fällen und dort dann halt einen Campfire craften. Dann können wir unser Wasser ja auch aufwerten. Bäume haben wir hier direkt neben uns? Ja, ich möchte aber nicht so nah an irgendeinem Haus dran sein. Okay. Wegen anderen Spielern und so weiter. Ja, ich kann einen Swizzle kann ich jetzt wieder craften. Und da kommt ein Zombie. Dann Kaffee, Blackberry Juice, Zombie! Ah, verdammt! Er kommt auf dich zu, Riepe. Na, was guckst du mich so an? Gehen wir mal hier an der Kirche vorbei, geradeaus in den Wald da. Moment. Eine Bandage herstellen, so. Oh, ich futter noch mal irgendwas. Ja, ich futter auch noch was. Moment. Ich baue mir einen improvisierten Kompass. Zombie rechts auf dem Berg? Ja, warte jetzt einen Moment, ich bin am Essen. Juhu, ich habe wieder Koordinaten. Ach ja, man kann irgendeine Taste drücken und sich Koordinaten anzeigen lassen, wenn man gar nicht weiß, wo man ist, ne? Ja, Enter-Log. Genau. Hätte man vielleicht mal vorher nochmal erwähnen müssen. Ich komme auch erst mal drauf, wenn es mir gut geht. Vorher bin ich im Überlebensmodus, weißt du? Rennen wir mal da hoch oder da runter? Ich würde sagen hoch, oder? Ja, machen wir mal hoch. Ja, ist einfacher, weil wenn du hoch gehst, bist du langsamer. So, ich habe inzwischen auch wieder 11 Pfeile. Meine Werte sind alle mindestens über 70. Ja, da links ist ein Zombie. Ich kümmere mich mal um den Baum. Und dann geht's ab nach Cranberry. Ui, up, da kommt noch mal eine. Oh, ich freue mich schon. Feld. Ich freue mich schon auf die ersten PvP-Schlachten, ne? Ja, so langsam hauen wir das Spiel hier raus. Ja, ich würde sagen, wenn wir uns getroffen haben, werden wir uns gleich dann erstmal abseits von Cranberry mal so ein kleines Lager anfangen zu errichten, ne? Ja. Dass wir nämlich erstmal unseren Loot sichern.
können. Wir müssen aber vorher gucken, dass wir einen Dings haben hier. Wie heißt das? Ein Ground Samper. Naja gut, ich denke mal, wir können uns da ja dann in unserem kleinen Lager einen kleinen Ofen bauen. Müssen wir ja für Metal Sheet. Und dann sehen wir ja weiter, ne? Ja. Und hast du jetzt deine Baumstämme und so? Ja, ja, ich habe auch schon das Campfire hier liegen. Und... Macht euch Wasser oder was? Ja. Ja, das ist wichtig. Wie weit seid ihr noch ungefähr von Cranberry entfernt? Oh, noch ein ganzes Stück. Echt? Ja. So, drei Pullen sind meine, schmeißt du deine auch mal rein, wenn du willst. Musst aber vorher discovern, ne? Moment. Na ja, gut, wenn ihr noch ein Weilchen braucht, dann werde ich hier diesen kleinen Vorort nochmal auseinandernehmen. Oh, ein Wolf. Ja gut, das dauert ungefähr, theoretisch gesehen, sind wir so in 10 Minuten da. Ja, das habe ich auch noch ungefähr eine Laufstrecke. Wolf, so, was muss ich jetzt tun? Ich muss jetzt hier hinstehen. Ja, Moment, warte. So, jetzt ans Campfire, use Campfire und dann einfach die Dirty Water Pullen da reinschmeißen. Hast du, discovered hast du sie, ne? Sag mir, was discovered heißt. Im Inventar, oben links, neben dem Crafting. Oben rechts, neben dem Crafting. Da kannst du Sachen reinziehen und die halt untersuchen. Nee, habe ich noch nicht. Ja, musst du machen. Und generell, bei diesem Discovern, das machst du immer mit allen möglichen Sachen, die links aufleuchten. Einfach super, wild die Flasche klicken. Ist leer. Doch, ich hab's ja nicht gefüllt. Nee. Ja, auch nicht. Aber discovern kannst du trotzdem in einer ruhigen Minute mal ein bisschen. Denn ja, wenn sie leer ist, kann ich sie nicht discovern. Das ist, nein, aber andere Sachen. Und ja, leere Flaschen mit irgendwas zusammen kannst du auch discovern. Es geht ja darum, dass du da so deine Rezepte lernst, ne? Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Wieso nicht? Kennst du die Werbung nicht? Ach so, ja. Und da geht's auch um Wasser. So. Ja, da geht's auch um Wasser. Gut, das Campfire können wir so nicht mitnehmen. Wie wolltest du das Campfire mitnehmen? Ja, ausmachen, austreten und mitnehmen. Genau, Reaper. Was denn? Die Holzblöcke wieder mitnehmen und so. Oh oh. Ich hab Basic Shack, hab ich gelernt, okay. Oh oh. Ja. Mir pfeift grad ein Spieler ins Ohr. Der pfeift fröhlich. So, ich bin ready. Na gut, dann ziehen wir weiter. Energie. Alt, Energie. Ich doch mal der Great Refrain Beans. So. Jetzt ist gut. Wir müssen hier links wieder auf die Straße und der Straße hinterherlaufen und bei der ersten Kreuzung dann halt abbiegen. Der Spieler, den ich hier gerade hatte, der hat permanent gesendet und hat auf einer Flöte gespielt oder so. Geil. Ich möchte fast meinen, das hat sich wie so ein Kriegsmarsch angehört. Ich muss mal gucken, ob der hinter mir her ist. Nee, sieht gut aus. Hase, sag was. Sollen wir die Häuser noch eben durchsuchen oder einfach Richtung Cranberry? Das musst du sagen. Wer ist mit die vier drüben? Hat's noch ein Zombie? Ja, deswegen ja, weil da oben sind jede Menge Zombies. Also ich fände es gut, wenn wir uns erstmal alle treffen könnten. Ich bin in guten 5 bis 10 Minuten bin ich da jetzt im Fußmarsch. Wir auch ungefähr. Dann treffen wir uns zum Mami Freak. Freak Tankstelle hinten. Bär links. Da wo wir unser Lager hatten. Genau. Dann am Bär vorbei, okay. Einfach laufen, nicht beachten, laufen. Ich laufe ja schon. Bären sind im Moment noch nicht in der Lage, dass wir sie platt machen. Ach, sag doch sowas nicht. Also ich hab den mit dem Scharfschützengewehr an den Kopf geschossen, Hase, selbst dann gehen sie nicht tot. Im Gegenteil, sie töten dann zwei Spieler. Ich wollte gerade sagen, ist das Zombie oder Spieler? Zombie. Aber egal, lass ihn stehen, einfach weiterlaufen. Hier links abbiegen. Ja, ich sprint jetzt auch durch, ne? Nächste muss ich jetzt rechts. Schon laufen. Da habe ich nochmal zwei Autos, die werde ich nochmal kurz durchsuchen. Der Reaper lässt mich einfach alleine, weißt du? Du brauchst dringend ein anderes T-Shirt. Wieso? Weil du leuchtest auf Entfernung wie ein Leuchtturm. Ach übrigens, mit Taste C wie Theodor kann man in die Third-Person-Ansicht wechseln.
Okay, das Oh, ist schon mal cool. gut. Das ist neu. Okay. Dann zoomen Nee, wir. Zoomen wir. das ist nicht neu. Das ist hier auf diesem Server nur erlaubt, auf dem anderen Ja, PvP. also es ist für unsere Aufnahmen neu. Man könnte auch Nur irgendwie ich bleib zoomen, halt ne? lieber Ego. Naja, wenn ich jetzt so laufe, kann ich ruhig auch mal in die Third Person gehen. Können wir nämlich mal sehen, wie wir aussehen inzwischen. Ihr seht das hier. Ja, und wenn du Alt-Taste gedrückt hältst, während du läufst, kannst du dich auch umdrehen, ohne dass du die Richtung wechselst. Ah, cool. Was du alles so weißt. Oh, Tja. Scrap. Ja, und Backpack, jetzt zerreißt das Ding, ne? Ja. Moment. Mein blaues Backpack ist noch nicht so mega Stealth, aber geht schon. Ja. Aber du kannst, Hase, du kannst auch Items, ohne dass du sie rausnimmst, zerstören. Du musst dann nur das Inventar offen halten. Weil dann brauchst du nicht immer wieder in der reinzugreifen bei dir in das Teil, sondern kannst die einfach so dann zerstören und weg damit. Ja, das erste, was ich aufgenommen habe, habe ich direkt Schere geklickt und da war es dann schon auseinander. Reaper, scheiß auf die Apokalypse, ich bring dir einen Kaffee mit. Ja, Kaffee! Yay, Kaffee, 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 Kaffee. Und Reaper, du hast eben so offiziell deinen Namen Reaper the Backpack verloren. Das glaube ich nicht. Also ich bin mittlerweile bei 13 oder 14. Bei wie viel bist du? Ich habe jetzt bestimmt auch schon meine 10 und eben hatte ich hier Das gleich siehst du? zwei nebeneinander. Siehst du, ich bin immer noch Reaper, das Ja. Backpack. Wird Zeit, Und dass ich ich meine habe gerade, Crowbar wiederfinde. auch wenn der Hase das Ding ausgepackt hat, habe ich das auch gefunden wieder. Also. Also, wir sind jetzt bei knapp 12 Minuten. Ich sag mal, Pass mal auf, Hase, hier, der Zombie. Yay, Attacke! in 3, 4 Minuten bin ich an unserem alten Lagerpunkt. Ich muss nur noch die Straße hier ein Stück runterrennen. Ja, also wir sehen Cranberry auf der Entfernung, aber wir rennen jetzt gleich ein bisschen abseits von der Straße, ne? Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge sehen wir uns dann ja auf jeden Fall, wa? Ja, ich vermute mal. So, lass mal hier noch ein paar Woodsticks einsammeln. Gut, dann futter ich nochmal schnell was. Oh, ich nehme mal ein bisschen Chili, dann bringe ich euch noch ein bisschen was mit von meiner Reise. Hey, nicht schießen! Oh, ich dachte gerade, ich hätte mein Wasser irgendwo liegen lassen. Ich strecke ein paar Pfeile nachrüsten, falls wir jetzt wirklich auf Spieler treffen, die uns nicht gerade freundlich gesinnt sind. Ja, also mein Plan ist es jetzt immer, mindestens über 80 mit der Health zu sein, falls man auf einen Spieler trifft. Ja, hilft ja. Moment. Da könnte ich mich auch gerade nochmal verbinden, dann mache ich das mal voll wieder auf 100. Weil ich habe ja auch 36 Scrub of Clothes Oh, und das ist ein 17 Zombie vor dir. Bandagen. Er ist schon tot. Ich glaube, das ging ein bisschen länger, was ich gerade erzählt habe. Ja, 13 Bandagen habe ich. Nein, ich habe auch noch über 30 Scrub of Clothes und 16 Bandagen noch. Müsste ich mal. 7 Bandagen habe ich noch. Dafür habe ich unendlich viel Pfeile. 23 Pfeile habe ich im Moment. 44. Moment, ich futter noch mal eben was. 46, so. Oh, Chili, Chili, oh Gott, und das Zeug muss dann nachher wieder raus. Na, ich sag doch gerade, ich bringe euch ein kleines Andenken von meiner Reise mit. Ich habe ja auch gerade Chili gegessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn wir den auf 2 Kilometer Entfernung riechen, den Freak, dann wissen wir Bescheid. Dann hat er einen fahren lassen. Okay. Ich bin auch so gut wie da quasi. Ich habe hier noch ein paar Autos, die werde ich nochmal durchsuchen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Metall abgrasen. Oh, und ein Backpack wieder gefunden. Also wir haben Cranberry jetzt erreicht und werden jetzt so straight Richtung Baseplatz vorgehen. Ich bin in 2 Minuten da. Ich habe Zombie den. hinter Oh, uns. ich habe die Ecke schon gesehen. Also gar kein Problem. Ich wollte hier Achtung nur hinter nochmal dir, er läuft schnell. looten. Ja, ich weiß. Ich komme dir nicht hinterher. Ja, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. Kommt rein. Alter. Ich habe, Moment, 42 Scrap of Clothes inzwischen. Nicht schießen! Licht aus! Ja, ist ja gut. Ist da ein Gegner oder was? Nein, aber wenn hier ein Spieler ist, hallo? Oh, da schiebt Panik. Hey, hallo, PvP-Server. Wenn wir auf dem PvE-Server wären, wäre mir das egal. Da kannst du hier mit der Taschenlampe rumleuchten, wie viel du willst. Ja, jetzt schiebt mal keine Panik. Ich muss mir jetzt erstmal kurz umgucken hier. Da ist die Kirche. Oh. Hat untersuchen, hat untersuchen, nicht hat Nee, untersuchen. erstmal zum Freak. Ah, da.
Ja, laufen wir nicht gerade weg? Nee, hier, Richtung Kirche. Treffen wir uns in dieser Folge noch oder in der nächsten? Ich vermute in dieser noch. So, also, dann können wir jetzt noch machen, weil ich bin. Wir ich sind jetzt fragen. Auch gleich da. Moment, ich hab einen Zombie. Weißt du, hilft dir nicht, ihr rennt weg? Ja, renn doch einfach weiter, die verfolgen dich doch nicht. Guck mal, wie lahmarschig die sind. Nein. Achso, ich habe auch noch ein bisschen Metall gefunden, ne? Ja, genau, schieß doch auf Weapon mich. Repair Kit, geil. Sehr gut. Boah, 52 Scrap of Clothes. Und 15 Bandagen noch. Also läuft. Was gefunden, Hase? Ja, Moment. Weiß nur nicht, wohin das ist. Ja, also ich gucke jetzt quasi schon auf unseren alten Basisplatz. Munition habe ich gefunden. Genau an dem Eingang. Gut. Ja, wir kommen von der Wasserseite. Ja, kündige ich euch rechtzeitig an, sonst steche ich euch ab, ganz einfach. Ignoriere die Zombies jetzt erstmal. Konnte man sich nicht auch irgendwie hinlegen? Also sitzen weiß ich, das ging mit X. Man konnte sich hinlegen, aber ich weiß gerade nicht mehr so genau wie. Cranberry, ja, ich bin da, wo unsere Basis stand. Ja, ich werde jetzt hier einfach warten. Ich setze mich hier mal hin. Ja, wir sind jetzt in wenigen Sekunden da. Ich sitze hier an einem Baum, kauer hier in der Ecke. Gucke mich nach Zombies um. Ich sehe die Tankstelle. Da ist er. Renn doch einfach. Ich habe keine Ahnung, wo ihr hin seid, wo ich hin muss. Also von daher, ne? Einfach Richtung Tankstelle. Ja, Richtung Tankstelle. Du warst hier schon 20, 30.000 Mal. Ich war hier eine halbe Stunde genug. Also keine Vorwürfe, du hättest auch unsere Folgen gucken können. Genau. Hallo, ich bin der Einzige, der deine Minecraft-Sachen anguckt. Jetzt sei mal nicht so. Das stimmt nicht. Also das kannst Stimmt du nicht auch. Sagen. Nee, ich hab da. Ich guck mir das 4, 5, 6, 7 Mal an, weißt du? Ja. Da seid ihr doch. Hier, Reaper, guck mal nach links. Hinter dir. Setzt euch zu mir. Guck. Ach da! Einmal X drücken, dann können wir die Folge beenden. Wunderbar, dann haben wir uns gefunden und beim nächsten Mal fangen wir an, hier so ein bisschen was zu bauen. Ja, okay. Würde ich vorschlagen. Ach, winken kann man nicht, wenn man sitzt. Gut, Sound dann. Muted. Sound resumed. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war jetzt zu spät.